So, hallo, wir machen weiter. Bei I Wanna Maker. Diesmal schaffe ich vielleicht ein paar mehr Folgen am Stück aufzunehmen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Hyrule Warriors ist auch schon ein Stück weit aufgenommen. Vielleicht kriegen wir es ja mal hin. Es wäre mir ganz recht. Nächstes Level in meiner noch zu spielen Playlist ist auf jeden Fall Sky Zone von Echo Mask. Ich hoffe, wir schaffen in dem Part mal ein paar mehr Level. Aber wir werden sehen. Letztes Mal haben wir das hier geschafft. Das war aufregend. Und er hat tatsächlich diesen Weg hier, den man gehen kann, scheinbar nicht bedacht. Er hat es sich genauso gedacht, wie es der Weltrekord gemacht hat. Also, dass man von hier dann hier rüber springt und da reinhüpft. Finde ich lustig, weil ich gehe nochmal ganz kurz ins Level rein. Ganz, ganz kurz. Wir machen es einfach so. Gerade weil ja hier alles frei... okay, ja gut, hier ist natürlich auch alles frei, damit man hier reinspringen kann. Okay, ich wollte gerade sagen, aber dadurch wirkt es so, als ob man hier laufen müsste. Ne? Und hier sozusagen auch. Aber klar, hier ist auch frei, damit man hier durchschweben kann. Aber am lustigsten finde ich halt, dass dieser Gang hier... dass der hier frei ist. Weil dadurch, dass der frei ist, bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, dass ich mit dem Dreifachsprung nochmal hier zurück muss und dann hier durch und dann hier durch. Weil ansonsten hat man den Gang ja nie benutzt. Man hätte den auch zumachen können. Den hätte es gar nicht geben müssen, den Gang. Wie kann ich denn hier, kann ich hier irgendwie ganz schnell Erde bauen? Das ist keine Erde. Wie baue ich hier ganz schnell Erde? Ach, muss das erst weg und dann kann ich Erde drüber bauen? Funktioniert das so? Ah, okay. Ich habe ja noch nie mit dem Editor gebaut. Wie könnte ich jetzt hier eigentlich Rand dran machen? Also kann ich überhaupt Rand dran machen? Oder sieht es dann... Nee, kann ich wahrscheinlich nicht, weil das überall so aussieht. Ah, okay. Mini-Block wäre wahrscheinlich dann mit Rand. Ah, muss ich erst wegmachen? Ah, und der ist dann... Ah, der ist dann kleiner. Okay, okay, da passt sich allerdings jetzt nicht an. Wobei, es gibt eben an der Seite keinen Rand. Es gibt nur oben Rand. Und das wäre dann so ein Block, wo es dann oben Rand gibt. Das ist die falsche Farbe. Ist ja wurscht. Ich will jetzt gar nicht hier wissen, wie man baut. Ich werde sowieso nicht bauen. Er hat mich nur kurz interessiert. So, wie komme ich wieder raus? Das war das, was am längsten dauert bei mir. Escape ging, oder? Einfach Escape ging. Ja, perfekt. Optimal. So, wir spielen Sky Zone. 1:06. Spike-Centric und Gimmick-Centric. Ich muss nur mal gucken, wenn hier mal was mit Troll steht, dann weiß ich nämlich schon mal Bescheid. Dass ich 3 Jahre lang werden... Okay, Frage 1. Tötet mich das Schwarze oder... Ja, muss, ne? Ich fürchte, es muss mich töten. Natürlich. Aber alles andere wäre jetzt auch komisch gewesen. Ja, aber wie? Soll ich oben rum? Ja, ich muss oben rum. Okay. Ah, nice. Ich wollte gerade sagen, da oben kommt ja dann ein Checkpoint. Ah, der kommt auch hier schon. Sehr schön. Okay, Checkpoint-Politik hier ist auf meiner Seite bisher. Ist auch gut, dass hier einer ist. Holy moly. Das wird lustig. Na. Na. Ach Gott, was tue ich? Nein. Timing. Ja. Ich glaube, jetzt hat es gut gepasst. Ach Gott, das gibt's ja nicht. Nein. Ah, jetzt habe ich wieder das Timing verhauen. Ich darf nicht sofort losspringen. Ich muss ein bisschen warten. Dann passt es ganz gut. Jetzt muss ich noch hochkommen. Hilfe. Oh Gott. Oh, jetzt geht mein Radio los. Oh, mein Radiowecker geht los. Moment, ich muss mal ganz schnell hier... Sekunde. Der geht sonst 1,5 Stunden und wird immer lauter und lauter und lauter.
Und ich bin heute schon ein bisschen eher wach, deswegen. Ich habe vorhin schon gedacht, ich hab sowohl einen Radiowecker als auch meinen Handywecker. Und mein Handywecker macht, bevor man wach wird, also bevor man sozusagen, bevor der eigentliche Alarm losgeht, gibt es so Vögelgeräusche von sich. Na, also so zwitschern und sowas. Und ich habe vorhin, weil ich halt schon eher wach bin, habe ich so gedacht, hey, was für ein Fenster ist denn bei mir offen? Irgendwo ist ein Fenster offen. Und ich habe das offene Fenster nicht gefunden, weil ich habe die ganze Zeit Vögelgezwitscher gehört. Ja, das war der Wecker. Also dieser Pre-Alarm von dem Wecker sozusagen. Eine ganz coole App. Alarm Clock Extreme oder wie das Ding heißt. Muss ich auch gleich auf Twitter schreiben, dieses bahnbrechende Erlebnis. Kriegen wir es jetzt mal. Das Schöne ist ja, wenn wir hier durch sind, kriegen wir direkt den nächsten Checkpoint. Also ich muss nur diesen Abschnitt schaffen und habe direkt den nächsten Checkpoint und muss den Müll hier nie wieder tun. Das ist ganz gut. Da bin ich sehr froh drum. Deswegen versuche ich jetzt hier auch nicht gleich. Oh Gott, dieser Sprung. So. Missmutig zu werden. Man kommt ja Stück für Stück hoch. Es ist ja. Ach. Es ist ja immer das Gleiche. Man muss es ja nur immer wieder tun. Kriegen wir schon. Mensch! Kriegen wir schon hin. Ei. Das gibt's doch nicht. Nein! Wieder zu langsam. So passt's. Also kurz warten, dann springen. Ja, so passt's. So, und jetzt ist halt die Frage. Nein, okay, ich hatte einen guten Rhythmus. Ich hatte einen verdammt guten Rhythmus. So machen wir es. Das war zu lang. Ja, hat eh nicht gepasst. Oh Mann! Nein, den letzten haue ich den Rhythmus immer durcheinander. Aber ich habe einen Rhythmus. Ich habe einen Rhythmus, das ist gut. Alter, diese Spitze da oben. Na bitte, geht doch. Easy. Easy going. So, was jetzt? Was ist das denn? Da kann ich nicht einfach drauf stehen, ne? Oh. Da hätte ich jetzt nämlich. Da hätte ich jetzt ja nicht mitgerechnet. Gut, dass wir es ausprobiert haben. Kann ich überall? Ah, nee, kann ich nicht. Nein! Ja gut, aber dann ist das ja schon alles. Na. 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 Ja, easy. Fast easy. Kriegen wir aber hin. Ich meine, wir haben ja den Weg. So, sehr schön. Jetzt nur hier. Ah, die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Erwähnte ich schon, dass ich die nicht gesehen habe? Ach Mist, ich habe wieder nicht rangegangen. Ich muss vorher abspringen. Nein. Ach, komm schon. Nein. Nicht immer die gleichen Fehler machen. Nicht immer. Nein. Aus, böse. Wir waren doch schon drüben. Ah, oh, da will ich mich sehen. Da nicht. Da will ich mich nicht sehen. Da auch nicht.
Nein. So. Ach, ich hab schon wieder vergessen. Ich hab schon wieder vergessen, weil es ne. Ah, weil ich immer die Spitze nicht realisiere, weil alles schwarz ist. Eieiei, so jetzt aber. Gut. Nicht gut. Aber wir waren einen Schritt weiter. Stetiger Fortschritt ist immer gut. Man muss ja nicht gleich Maximum raus. Okay, keine Spitze weiter. Ungefähr in. Springt er, also hüpft er, also bewegt er mich komplett nach oben oder kann ich da. Muss ich so rum vielleicht? Nee, wie muss ich. Wie, ach so. Ah ja. Okay. Ich muss alle Münzen sammeln. Das wird ja spaßig. Ich fände es super, wenn wir es auf Anhieb schaffen würden, aber das wird, glaube ich, nix. Bin ich irgendwo safe? Wo, oh. So viel dazu. Ich wollte gerade fragen, ob ich irgendwo safe bin. Na. Ob ich irgendwo. Ob ich irgendwo safe bin, wo ich chillen kann, aber. Ah, doch, ich glaube, ich sehe. Naja, nee. Naja, ne. Nee, da auch nicht. Da könnte ich safe sein, aber das ist mir dann auch nichts. Aber mal kurz testen. Kann ich hier stehen? Nee, hier nicht. Hier? Hier kann ich stehen. Nützt mir nichts, aber hier kann ich stehen. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Aber ich mag, dass diese ganzen kleinen Einzel-Challenges mit immer wieder neuem Checkpoint, das ist ganz gut. Na, das ist herausfordernd, aber halt nicht dieses, du musst jetzt alles am Stück schaffen, sondern du hast jetzt diese eine Challenge, die musst du schaffen und dann kriegst du den Checkpoint. Das ist schön. Das ist schöne Checkpoint-Politik. Würde ich wählen. So. Die Partei, die diese Checkpoint-Politik vertritt, würde ich sofort wählen. So, jetzt müssen wir ja eigentlich auf der Seite nur das gleiche machen wie drüben. Es ist ja nicht mal was anderes. Easy. So, jetzt muss ich gucken, wie das geht. So nicht. So auch nicht. Ha! Okay, ich muss noch eine Challenge schaffen. Ah, schade. Diesmal kriege ich nicht sofort den Checkpoint. Habe mich schon gefreut. Okay, oh Gott. Uiuiuiuiui. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ich kann, glaube ich, durchlaufen. Wenn ich das richtig gut anstelle, interessiert mich die oberen Stacheln gar nicht. Dann kann ich hier einfach durchlaufen. Muss es nur wirklich richtig gut anstellen. Yes! Okay. Die Kugel zieht. Ah, ich verstehe. Wenn ich das auslöse, zieht die Kugel da gleich los. Mhm. Mhm. Okay, das wird interessant. Oha. Die ist zum Glück gar nicht schnell. Kann ich die hier austricksen? Jetzt ist nur die Frage, muss ich trotzdem schnell noch sein? Oder haut die jetzt einfach ab? Ah. So dachte ich, genauso habe ich mir das nämlich vorgestellt. Jetzt kann ich zwar mal den Weg testen. Aber ich muss praktisch bis zum Grünen kommen. Ah, dann muss ich hier rum. Und dann muss ich hier durch. Okay. Also muss ich mir zwar um das Ausweichen der Kugel keine Sorgen machen, aber dass ich langsamer bin als die Kugel bis zum Ende.
Ja, weil das. Oh, das wird echt knapp. Muss ich vielleicht dann doch so machen. Ja, aber es funktioniert. Es funktioniert halt. Es funktioniert. Es funktioniert. Das ist gut. Yikes! Darf wirklich nirgends hängen bleiben. Aber vor allem die. Ah, vor allem die Bretter sind da furchtbar. Ah, bei den Brettern bleibt man so schnell hängen. What the fuck? Wie bin ich da? Bin ich da vorhin so schnell. Alter! Wie bin ich da vorhin so schnell hochgekommen? What the fuck? Was mache ich jetzt? Alter, wieso mache ich jetzt so Blödsinn? Ich hasse das. Ich hasse das, wenn ich am Anfang Skill gezeigt habe und dann komme ich gut durch. Und dann mache ich plötzlich nur noch Müll. Oh mein Gott, das haut nicht hin. Ich komme diese Bretter nicht hoch. Alter. So, jetzt. Jetzt. Go, 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 go. Nein. Ah doch. Yes. Ja. Huh. Oh nein, ich muss noch einen Sprung schaffen. Oh nein, ein Sprung noch. F. Aber es funktioniert. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Diese Bretter sind das Hauptproblem. Oh mein Gott, diese Bretter. Oh, ist das unangenehm. Geh weg. Ich bin schon wieder so langsam. Da oben holst du mich dann immer ein. Ich bin wieder so langsam. Mann! Gibt's doch nicht. Das war gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Yes, 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 yes. Nein, ich bin hängen geblieben. Nee, 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 nee. Uff. Okay. Ah, yes. Das ist ein sehr aufregendes Level. Aber auch wieder ein Level, mit dem wir den ganzen Part verbringen. Aber das ist okay. Lange Level sind halt dann so. Das ist ja wie mehrere hintereinander, wenn es jetzt, ne? So, gefühlsmäßig. Kann ich hier. Oh shit. Oh shit, das darf schon mal gar nicht passieren. Ja. Oh Gott, das wird lustig. Das wird so. Entweder man geht mit Strategie durch. Ich wollte sagen Skill, aber Skill ist nicht vorhanden. Oder mit geht zu so Trial and Error durch und hofft, dass es irgendwann einfach funktioniert. Ich glaube ja, ich kriege ja immer einen Sprung zurück, ne? Ja. Oh, dann könnte ich mal Folgendes probieren. Ich probiere mal Folgendes. Könnte hinhauen. Ja, so nicht. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ach, jetzt. Lass mich doch einfach durchspringen. Nein! Oh, das dürfte die. Das wird, glaube ich, die schlimmste Stelle des Levels. Also je nachdem, was noch alles kommt, aber das wird die schlimmste Stelle des Levels. Oh Gott. Das war schon mal ganz gut.
Alter! Ich könnte den ersten eigentlich gleich direkt überspringen, fast schon, oder? Nein, so nicht! Nee, so. So auch nicht. Das sah nicht gut, nicht schlecht aus. Das sah schlecht aus. Das sah auch schlecht aus. Das war der gleiche Müll. Ja! Yes! Oh, da unten ist das Ziel. Ich wollte gerade sagen, bin ich gestorben? Nein, das ist Ziel. Okay, dann können wir doch noch in Where's the Death Portal reingucken. Eieieiei. So. Wer spielt das denn am Stück? Wir gucken uns das mal kurz an. Einfach nur, um zu sehen, wie schlecht wir eigentlich sind, dass wir sowas nicht können. Nee, also so Weltrekorde, das ist halt insane. Also, das ist halt böse insane. Da steht Skip Deaths, aber man kann auch Todes... Okay, es kann... Ja gut, es kann natürlich sein, dass die auch sterben und man dann die Zeit so entstanden ist. Aber ich glaube, das ist ein am Stück Weltrekord. Das ist kein Tod dazwischen drin. Oh, der ist sogar gesprungen. Sieht man irgendwo, wie viele Versuche der, also wie viele Tode der in dem Level hat? Alter, wie schnell der mit der... What? Ach so. Ja gut, man kann auch oben rum nochmal, aber ich würde doch nicht freiwillig nochmal die Bretter gehen. Oh, da hat's... Oh, da hat's nicht so ein bisschen schwieriger gemacht, aber schneller dadurch trotzdem insgesamt. Weil es halt am Stück geschafft hat. Ja, insane. Insane. In... Effing sane. So, wo ist eigentlich das Death Portal? Wer kann es mir sagen? Wir werden es in 10 Sekunden rausfinden. Okay, weil es ja... Right click to copy link. Ach so. Weil es ja, gar nicht möglich ist, so zu spielen. Ne? Muss ja irgendwo ein Weg sein, genau. Und man sieht ja auch 10 Sekunden. Ach so, ich muss so rumlaufen. Das war schon alles? Oh. Ja, aber jetzt ist Mist. Hä? Aber wenn es in 10 Sekunden machbar ist. Einfach durchlaufen. Ja, aber jetzt sind doch... What the fuck?
Nanny? Wie hat man das in 10 Sekunden geschafft? Ich musste mir den Weltrekord sofort angucken. Beziehungsweise erstmal kurz, erst schaue ich mir nochmal das Level an. Bevor ich mich hier spoilere, gucke ich mir erstmal nochmal das Level an. Kann man irgendwie den Quatsch anders triggern? Sodass man in ein Ziel reinkommt, was nicht so gedacht war. Weil der normale Weg, den ich gerade gegangen bin, den gehst du nie in 10 Sekunden. Nie. Never ever. Aber hier ist ja dann schlimm. Nee, ich muss es mir angucken. Ich habe keine Ahnung wie. Nee, wir sind alle jetzt gespannt. Was hat der gemacht, 10 Sekunden? Ja. Wait, what? Ach, er stirbt. Kann ich das in langsam haben? Und vorspulen? Kann man vorspulen? Naja, gut, vorspulen wäre halt hier. Erstmal schneller machen. Aber gut, er ist ja, wir sind gleich da. So, er springt hier durch. Dann löst er den aus. Da geht er ganz normal rein. Ach, und dann stirbt er vor... Er stirbt direkt. Und dadurch kommt er sofort hier hin. Okay. Gut, alles klar. Schauen wir uns noch die Cookies an. Adventure. 3 irgendwas Sterne. Stacheln. Wir gucken mal, ob was noch. Wenn es zu schwierig aussieht, dann lassen wir es. Aber 30 Sekunden klingt jetzt nicht so böse. Töten die mich? Wenn die mich töten, komme ich nicht durch. Da komme ich niemals drüber. Okay, die sind einfach nur Deko. Kann ich da rein? Ne, das zu. Weil da eine Münze ist und so Zeug, aber dann komme ich ja... Oh, ich bin... Ja, Moment. Oh, Geschenke. Aber wie komme ich jetzt wieder raus? Ach... Ja, wie komme ich denn nur wieder raus? Okay, dann hier rüber. Okay, der zeigt mir das an. Ja, der erste Tod. Und das scheint einfach ein schönes, angenehmes Level zu sein. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich die Münze brauche. Ich nehme sie mal lieber mit. Ich nehme die Münze mal lieber mit. Vielleicht muss ich auch das auslösen, da die Geschenke hier kann durchaus sein, dass man dadurch erst Sachen triggert. Oh, was? Irgendwie habe ich die nicht realisiert. Nee. Ach so, hier, nee. Wow, what? Okay, da ist irgendwas Grünes am Boden, was irgendwas macht. Ah, wenn man da schnell durch... Aha. Das macht mich schneller, okay. Also wir sind Santa und bringen Geschenke. So, soweit habe ich das Adventure verstanden. Oh, ich muss wieder unten rum. Die sind ganz kurz, dass ich da springen kann. Oh, gib mir doch Checkpoints pro Haus. Gib mir doch Checkpoints pro Haus. Guck mal, hier ein Checkpoint, zack, easy. Hier ein Checkpoint hin. Vor jedem Ausgang ein Checkpoint. Das wäre cool gewesen. Hui.
Okay, muss ich davon ganz, ganz rechts loslegen? Links? Oder was ist meine Mission? Jo, das ist nicht meine Mission. Was mache ich da falsch? Ich verstehe Dinge nicht, wenn sie mal funktionieren und mal nicht. Dann bin ich immer raus. Wenn man nichts anders macht und mal... Und mal stirbt man und mal nicht. Das verstehe ich immer nicht. Hey, wieso bin ich vorhin da nicht gestorben und jetzt schon? Wie? Gibt's da irgendeinen Moment, den ich abwarten muss, weshalb es jetzt nicht mehr funktioniert? Was habe ich vorhin anders gemacht? Ich meine, ich war aber vorhin da drüben. So, das hat aber nichts verändert. Hä? Okay. Ist okay. Boah, das ist fies. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wait, what? Geht da? Das muss ja gehen. Immer noch kein Checkpoint in Sicht. Oh Gott, das wird... Ich habe eine Münze zu wenig. Habe ich eine Münze verpasst? Töten die Sterne? Nein. Gut. Aber ich habe eine Münze zu wenig. Ich komme hier nicht rein. Habe ich in dem Haus gerade keine Münze gesammelt? Was ist los? Ich hoffe, ich brauche das nicht. Aber jetzt komme ich in kein Haus mehr rein, wahrscheinlich. Oh, ja, das ist so viel dazu. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Sind die anderen Häuser jeweils blockiert, wenn man die Münze nicht mitnimmt von dem Haus? Sehe ich das hier drüben schon? Ich sehe es nicht. Aber ich habe doch die Münze. Bin ich dumm? Münze? Dings. So. Hey! Was mache ich denn falsch? Ich nix verstehe. Wenn ich hier rübergehe und dann runterspringe, dann komme ich... Nee, auch nicht. Was kann ich denn da anders machen? Das ist jetzt halt so ein Ding, das wirkt auf mich jetzt so, also keine Ahnung, ich weiß, dass es nicht so ist, aber es wirkt auf mich so, als hätte ich keinen Einfluss, ob ich es richtig oder falsch mache. Weil ich mache zweimal exakt das Gleiche. Und mal geht's und mal nicht. Das heißt, ich muss irgendwie rausfinden, wie ich das beeinflussen kann. Was ist das? Warum? Sterbe ich an der Stachel. Also als ob man einen Moment abwarten müsste, wo die ganz leicht nach oben geht, die Beere. So ganz minimal. Und in dem Moment, wo die minimal nach oben geht... Zischt man dann da durch. Und normal kann man nicht da durchlaufen. Aber wenn man besonders schnell ist, was dieses grüne Zeug macht, dann scheint es zu gehen. Yeah! Es fühlt sich trotzdem random an. Es fühlt sich einfach brutal random an.
Auch wenn es das vielleicht nicht ist, aber ich habe keine Ahnung, wie ich es beeinflussen kann. Weil jeder, also wenn ich das jetzt normal spielen würde, würde mir mein Kopf sagen, ich komme nicht durch. Ich laufe fünfmal dagegen, ich sterbe jedes Mal. Sage ich, okay, ich komme nicht durch. Fakt ist aber, manchmal kommt man einfach durch. Ja, aber wie beeinflusse ich das? Wie beeinflusse ich das? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, wie geht's? Also es hat auch nichts damit zu tun, ob ich Anlauf nehme, weil ich habe es ja auch schon geschafft, direkt vor den Dingern zu stoppen und dann loszugehen. Wo ist denn jetzt da... Oh. Aber bevor ich mich da jetzt bekloppt mache... Huch. Oder unten ist ja, kann ich sogar stehen. Lol. Bevor ich mich da jetzt aber verrückt mache, belasse ich es erstmal an der Stelle dabei. Probiere ich nur einmal den Sprung von hier darüber. Ob das auch geht? Ne, das geht auf gar keinen Fall. Ja, letzter Versuch. Wenn ich wieder an den Bären sterbe, lassen wir es. Dann warte ich erstmal eine Erklärung ab. Ob man da irgendwie was beeinflussen kann, denn ich verstehe es im Moment nicht. Und wird dann die... Spiel so, okay, bevor du aufhörst, lasse ich dich nochmal durch. Okay, danke, Spiel. So, ich habe diese Münze jetzt auch. Wenn der Schornstein jetzt wieder nicht offen ist, weiß ich auch nicht. Ah! Mist. Ich meine, ich kann doch nicht jedes Mal auf Verdacht spielen und dann manchmal komme ich durch und manchmal nicht. Ich mache doch immer das Gleiche. Gefühlt das Gleiche. Irgendein Unterschied muss ja da sein, aber gefühlt ist es das Gleiche. Ich raff's nicht. Ich raff es nicht. Aber vielleicht muss man dafür dieses grüne Zeug besser kennen. Ich meine, bisher wirkt das grüne Zeug auf mich so, als würde es mich schnell machen. Und das war's. Wow, wow, hi. Und mal zünd ich durch und mal nicht. Aber ich will halt eigentlich nicht 10-mal dahin spielen und dann beim 11. Mal durchkommen. Ich raff's nicht. Nee. Wir belassen es mal dabei. Wir sehen uns da aber wieder. In dem Level auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall nochmal angehen. Hä? So. Das werden wir auf jeden Fall nochmal angehen. Ich gehe mal ganz kurz in den Editor rein. Ich will mal dieses grüne Zeug suchen, was das ist. Auch erstmal Boden. So, dann brauche ich einen Startpunkt. So. Und jetzt brauche ich dieses Zeug. Gravity und Speed, da muss es doch... Nee, das ist es schon mal nicht. Oder kann man dieses Feld so setzen, dass das so rausguckt einfach nur? Weil es war halt so grünlich obendrauf, so wie eine Fläche. Aber das kannst du nicht so... What?
Ah, so kann man die Richtung ändern, Lul. Auch interessant. Das geht bei den anderen allen nicht. Hier auch nicht, aber hier ist sozusagen die Richtung. Okay, aber das ist es auch nicht. Props. Background-Teil. Das sind mehr so Indikatoren, ne? Vines ist halt auch eher zum Klettern, das kann es auch nicht sein. Power-Up kann es auch nicht sein. Bleibt denn nur Common, aber da ist es auch nicht. Was ist dieses grüne Zeug? Wo kommt das her? Also wenn ich jetzt hier das da rein, das ist es ja nicht. Wo kommt es her? Was ist das? Also es ist ja in der Höhe von so einem Block. Es ist ja in der Höhe, also von der Höhe ist es ja so ein Block hoch, so ein halber. Ne, nicht mal, oder? Es ist eigentlich nur so ein Stückchen ist es hoch. Sehe ich es einfach nur nicht? Was ist jetzt? Achso, da kann ich sichtbar machen und nicht so. Okay. Auch interessant. Ah, guck mal hier. Area, Duplicate, Group Select, das ist es auch nicht. Snap to Half Block. Ah! Ich hab's verstanden. Ich kann jetzt das Ding hier nehmen und jetzt ist es kleiner. Oh mein Gott, so hat er das gemacht. Nee, nicht wegmachen. So hat er das gemacht. Ich lerne. Also es sind da solche Blöcke drunter. So, jetzt starten wir mal kurz. Wie startet man? Ich hab schon wieder vergessen, wie man startet. Hilfe. Nee. Auch nicht, wie ich starte. Nee, ich will doch nur loslegen. Ah, vielleicht brauche ich erst ein Goal, dann, bevor ich starten kann. Kann ich jetzt starten? Irgendwie. Ich habe doch schon mal geschafft zu starten, bin ich dumm? So, ja, noch ein Save Point? Eigentlich ja nicht. Yo, let's go! Irgendwie. Ach, Warp Player to Mouse. Wo kann ich spielen? Ja, okay. Ja, okay, bin ich schneller. So, verstehe ich. Und dadurch, dass ich schneller bin, komme ich dann durch Äpfel durch. Die normalerweise hier oben drüber wären, also da hat er die auch dann runtergesetzt, über diese Funktion hier. No Snap. Kann ich die nämlich... Oh, dann kann man die... Oh. Party! Okay. Dann kann ich die nämlich genauso setzen. Ja, so komme ich aber immer durch, ne?
Das heißt, der muss noch ein Stück weiter runtergesetzt sein. Ja. Das ist purer Zufall, ob man durchläuft oder nicht. Ich starte ja immer wieder an der gleichen Stelle. Versteht ihr? Wo ist denn jetzt der Unterschied? Ich meine, ja, ich sehe, dass dieses Ding sich minimal nach oben bewegt. Und genau den Moment muss ich erwischen, oder wie? Oh, Himmel. Ja, dann brauche ich auch keine Erklärung. Dann ist es mir eigentlich klar. Aber dann finde ich es nicht gut. Außer ich verstehe was nicht. Außer ich verstehe hier irgendwas nicht. Aber dann würde ich das Level erstmal kurz an der Stelle liegen lassen. Weil vielleicht gibt es ja doch noch eine bessere Erklärung als die, die ich mir jetzt gerade erstellt habe. Yes, I want to quit. Okay. Ja gut, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.